This is what justice looks like. So sieht Gerechtigkeit aus. 20 plus 3 Jahre. Auf Seiten der Ankläger riesige Freude über die harte Strafe für Harvey Weinstein. Auf Seiten der Verteidiger Fassungslosigkeit. Ich bin überwältigt von Wut. 23 Jahre, das ist einfach widerlich. Es gibt Mörder, die schneller freikommen, als Harvey Weinstein es wird. Harvey Weinstein wurde aufgrund seiner schlechten gesundheitlichen Verfassung im Rollstuhl ins Gericht gebracht. Dort gab er sich ahnungslos. Er sei komplett verwirrt über das, was gerade passiere. Die Richter sprachen den Ex-Hollywood-Produzenten bereits Ende Februar wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung schuldig. Weinstein hatte die Schauspielerin Jessica Mann 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt und die ehemalige Produktionsassistentin Mimi Haley 2006 zum Oralsex gezwungen. Mehr als 80 weitere Frauen werfen Weinstein sexuelle Übergriffe vor. Merkt ihr das? Wir sind frei, wir sind schön, wir sind stark. Und das wirst du uns niemals nehmen. Die Anschuldigungen waren Anfang der weltweiten MeToo-Bewegung. Der juristische Kampf ist allerdings noch nicht zu Ende. Die Verteidigung geht in Revision und auch in Los Angeles wartet ein weiterer Vergewaltigungsprozess.